Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem kurzen Video über stoßinduzierte Ablösung, deren Einfluss auf Luft- und Raumtransportsysteme sowie deren Beeinflussung. Mein Name ist Annemarie Schreier und ich leite eine Arbeitsgruppe am Aerodynamischen Institut der RWTH Aachen. Ich möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick geben in die Grundlagenforschung zu einem Strömungsphänomen, das zahlreiche Luft- und Raumtransportsysteme beeinflusst. Beginnen möchte ich damit, ein paar Begriffe zu erläutern, die wir in diesem kurzen Vortrag noch mehrfach brauchen werden. Danach werde ich ein paar Worte sagen zum Hintergrund und der Motivation meiner Forschung. Und dann, da Luftströmungen und insbesondere die Phänomene, die ich Ihnen zeigen möchte, mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, werde ich Ihnen einige Strömungsvisualisierungen zeigen, die sowohl aus experimentellen als auch aus numerischen Verfahren stammen. Anhand dieser Visualisierungen möchte ich Ihnen dann das Phänomen der Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung erläutern und das Prinzip der Beeinflussung der damit einhergehenden stoßinduzierten Ablösung. Und im Anschluss möchte ich Ihnen dann einen kurzen Ausblick geben auf verschiedene aktuelle Forschungsfragen in diesem Bereich, an denen wir gerade arbeiten. Zuerst möchte ich kurz darauf eingehen, was eine Grenzschicht ist. Eine Grenzschicht ist der oberflächennahe Bereich in einem strömenden Fluid, in dem die Strömung beeinflusst wird vom Fluggerät zum Beispiel. Die Viskosität des Fluids beeinflusst dann die Verteilung der Geschwindigkeit um den Flugkörper. Hier direkt an der Oberfläche können sich die Luftmoleküle zum Beispiel nicht bewegen. Etwas entfernt davon ist die Geschwindigkeit dann aber sehr hoch. Über die kurze Distanz der Grenzschicht hinweg ist also die Geschwindigkeit sehr stark variierend. Der nächste Begriff, den ich kurz erläutern möchte, ist der Verdichtungsstoß. Hier findet eine sprunghafte Änderung des Strömungszustandes statt. So ändern sich die Dichte, der Druck, die Temperatur, aber auch die Geschwindigkeit der Strömung sehr stark. Verdichtungsstöße treten in Überschallströmungen auf, die natürlich kompressibel sind, wenn die Strömung auf ein Hindernis trifft, wie zum Beispiel ein Fluggerät. Oder hier in diesem visualisierten Beispiel besteht das Hindernis aus einer Unstetigkeit in der Oberfläche. Wir untersuchen Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkungen deshalb, da diese in zahlreichen Luft- und Raumfahrtanwendungen auftreten. Nehmen wir zum Beispiel aus der Luftfahrt moderne Passagierflugzeuge. Diese fliegen natürlich bei Unterschallströmung, allerdings sind die Geschwindigkeiten doch so hoch, dass lokal auf den Tragflächen Überschallgebiete auftreten können. Diese werden dann abgeschlossen von einem Verdichtungsstoß, der dann wiederum mit der auf der Tragfläche gebildeten Grenzschicht in Wechselwirkung tritt. Ein weiteres Beispiel sind Überschall- und Hyperschallflugzeuge, bei denen in zahlreichen Konfigurationen Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkungen auftreten, wie zum Beispiel an der Vorderkante der Tragflächen. Das letzte Beispiel, das ich Ihnen hier zeigen möchte, sind luftatmende Antriebe, wie sie insbesondere für neuartige Raumtransportsysteme von Interesse sind. Und hier treten insbesondere in den Inlets der Antriebe zahlreiche schräge Verdichtungsstöße auf, die dann natürlich jeweils mit der lokalen Grenzschicht in Wechselwirkung treten. Diese Stoß-Grenzschicht-Interaktionen bringen zahlreiche negative Aspekte mit sich. Wenn der Stoß stark genug ist und der Druckgradient damit entsprechend groß, kann die Grenzschicht diesen nicht mehr überwinden und wird dann, anstelle glatt an der Oberfläche entlang zu strömen, von dieser ablösen. Es werden Rezirkulationen entstehen und somit die Grenzschicht von der Oberfläche weggedrückt werden. Dadurch wird der Widerstand vergrößert. Und es können auch lokal starke Druck- und Wärmelasten auftreten. Wie Sie in diesem Video sehen können, ist diese Strömung mitnichten stationär. Sie sehen, wie der Verdichtungsstoß hin und her wabert. Diese periodischen Oszillationen können Strukturvibrationen auslösen, die potenziell die Struktur beschädigen können. Insgesamt bringen die Phänomene einer Stoß-Grenzschicht-Interaktion also eine Verschlechterung der Leistung und des aerodynamischen Verhaltens eines Fluggeräts mit sich, können starke lokale Lasten erzeugen und potenziell die Struktur beschädigen. Daher sind wir stark interessiert daran,
Strömungsablösung zu verhindern oder zumindest zu verringern und die einhergehende Oszillation der Verdichtungsstöße zu stabilisieren. Das hätte zahlreiche Vorteile. Es würde eine sichere Funktionalität neuartiger Systeme wie luftatmender Antriebe ermöglichen. Es würde außerdem leichtere Konstruktionen, höhere Reichweiten und damit natürlich geringere Verluste, geringeren Treibstoffverbrauch und geringere Kosten möglich machen. Ich möchte Ihnen nun das Prinzip der Ablösebeeinflussung erläutern. Hierbei werde ich mich beschränken auf passive Methoden, die die Grenzschicht gegenüber der Ablösung stabilisieren. Hierzu wird das Profil voller gemacht, sodass näher an der Oberfläche schon höhere Geschwindigkeiten erreicht werden. Hierzu kann man zum Beispiel verteilte Absaugung verwenden, bei der die wandnahe Schicht entfernt wird. Das funktioniert sehr gut, bringt allerdings auch große Verluste mit sich. Eine weitere Möglichkeit, die auf transsonischen Tragflügeln angewendet wird, sind Wirbelgeneratoren. Diese werden auf die Oberfläche aufgebracht und sind meistens deutlich größer als die Grenzschichtdicke, sprich sie ragen aus der Grenzschicht heraus. Dadurch wird allerdings auch parasitärer Widerstand induziert. Die Forschung bewegt sich daher immer mehr Richtung Mikrowirbelgeneratoren, deren Höhe dann deutlich geringer ist als die Dicke der Grenzschicht. Somit ist der induzierte Widerstand auch geringer. Hierbei gibt es zum Beispiel mechanische Wirbelgeneratoren, die den Vorteil haben, sehr einfach und robust zu sein, was in Luft- und Raumfahrtanwendungen immer erwünscht ist, weil diese dadurch weniger störanfällig sind. Eine weitere Möglichkeit, die auch noch verhältnismäßig einfach und wenig störanfällig ist, sind Luftstrahlwirbelgeneratoren. Hierbei werden kleine Luftstrahlen in die Grenzschicht eingebracht. Und wie bei mechanischen Wirbelgeneratoren stolpert dann die Grenzschicht über diese Hindernisse und es werden Längswirbel induziert. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Visualisierung aus einer numerischen Simulation. Diese Längswirbel fachen dann die Durchmischung in der Grenzschicht an. Energiereicheres Fluid wird in die Oberflächennähe gebracht und somit wird die Grenzschicht stabilisiert. Hier möchte ich Ihnen schematisch ein Windkanalmodell zeigen, an dem wir unsere Grundlagenuntersuchungen durchführen. Sie sehen hier eine ebene Platte, auf der die Grenzschicht wächst, und dann hier eine Kompressionsrampe, an deren Knick ein Verdichtungsstoß eingebracht wird. Sie sehen, dass dieses Modell verhältnismäßig einfach ist und auch nicht direkt eine Fluggerätkomponente wiedergibt. Das machen wir mit dem Ziel, dass immer möglichst wenige beeinflussende Parameter gleichzeitig aktiv sind. Wir können so einzelne Parameter, wie zum Beispiel die Stärke des Verdichtungsstoßes, untersuchen und dann natürlich auch verstehen. Und nachdem wir einzelne Effekte getrennt voneinander verstanden haben, können wir, falls notwendig, die untersuchten Geometrien auch Schritt für Schritt komplexer gestalten. Nun möchte ich Ihnen an ein paar Beispielen zeigen, was passiert, wenn wir Stoßgrenzschichtwechselwirkung mit Luftstrahlwirbelgeneratoren beeinflussen. Sie sehen hier zwei Visualisierungen des Dichtegradienten, links ohne Beeinflussung und rechts mit Beeinflussung. Und die Dichtegradienten sind je nach Stärke in unterschiedlichen Farben sichtbar hier. Sie sehen hier in Rot die Grenzschicht und dann in Blau den Verdichtungsstoß. Und hier sehen Sie, wie die Grenzschicht von der Wand weggeschoben wird durch das Rezirkulationsgebiet. Im Vergleich dazu ist dieses Rezirkulationsgebiet unter der Beeinflussung mit Luftstrahlwirbelgeneratoren deutlich verkleinert und der Verdichtungsstoß wandert stromab. Ich möchte Ihnen das noch aus einer anderen Ansicht zeigen. Hier eine Draufsicht. Wir haben hier die ebene Platte und hier ist unser Rampenknick. Hier visualisieren wir die Oberflächenströmung mit einem Ölanstrichverfahren. Es werden also weiße Farbpartikel in Öl eingebracht, das dann auf der Oberfläche verteilt wird. Wir sehen hier eine Akkumulation von Öl, Strom auf der Ablöselinie. Und dann sehen wir hier diese knotenartigen Strukturen am Wiederanlegebereich. Und dazwischen ist also unser Ablösegebiet, unser Rezirkulationsgebiet.
Im Vergleich dazu sehen wir wieder hier im Fall mit Beeinflussung, wie die Ablöselinie stark stromabgewandert ist. Weiterhin sehen wir, dass die ehemals zweidimensionale Ablöselinie nun eine wellenförmige dreidimensionale Ablöselinie ist. Auch in unserem zweidimensionalen Modell. Ich möchte nur noch ein paar Details zeigen in einer kleineren Aufnahme. Sie sehen hier die Düsen, an denen die einzelnen Luftstrahlen eingebracht werden. Und stromab von jeder dieser Düse sehen Sie den Fußabdruck des Längswirbelpaares. Hier nochmal zum Vergleich die Visualisierung aus der numerischen Simulation. Sie können auch sehen, dass diese eingebrachten Längswirbel sehr stabil sind und für eine lange Distanz in der Grenzschicht bleiben. Sie sind sogar noch intakt innerhalb des Ablösegebietes. Ich habe Ihnen also gezeigt, dass mit diesen Luftstrahlwirbelgeneratoren das Ablösegebiet stark verkleinert werden kann und wir können auch die Frequenz der Stoßoszillationen verschieben hin zu einer Frequenz, die nicht so kritisch ist für die jeweilige Struktur. Ich möchte Ihnen nun noch einen kurzen Ausblick geben auf aktuelle Forschungsfragen in diesem Bereich, die wir bearbeiten. Wir untersuchen zum Beispiel die zahlreichen beeinflussenden Parameter. Sie haben gesehen, dass wir immer mehrere Luftstrahlwirbelgeneratoren in einer Reihe aufbringen. Und hierbei hat der Abstand, in dem diese platziert werden, einen starken Einfluss auf die Kontrolleffizienz. Das passiert unter anderem dadurch, dass die eingebrachten Wirbelstrukturen miteinander in Wechselwirkung treten. Und je nachdem, wie stark diese Wechselwirkung ist, ist das vorteilhaft oder nachteilhaft für die Kontrolleffizienz. Ein weiterer Bereich, den wir untersuchen, sind 3D-Aspekte in der Geometrie, wie zum Beispiel Oberflächenkrümmung. Weiterhin untersuchen wir die Effekte von Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung und stoßinduzierter Ablösung vom transsonischen über den supersonischen zum hypersonischen Bereich, also im gesamten Geschwindigkeitsbereich, der für die verschiedenen Luft- und Raumtransportanwendungen relevant ist. Mit meinem Stipendium der Daimler-Benz-Stiftung gewinnen wir hier wichtige Windkanalmessdaten im hypersonischen Strömungsbereich. Ja, ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass ich Ihr Interesse wecken konnte und Ihnen einen kleinen Einblick geben konnte. Ich möchte mich auch bei meinen Mitarbeitern und Studierenden bedanken, die stark involviert waren bei der Gewinnung der Ergebnisse, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Und natürlich möchte ich mich auch bei der Daimler-Benz-Stiftung sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft bedanken, die meine Forschungsprojekte finanzieren.